Moin, ich bin Hannes. Zu meiner Linken ist Lukas, rechts Finn, Maurice ist ganz außen. Wir sind alle Fluggerätmechaniker und Fachhochschule Triebwerktechnik und der Finn wird euch jetzt ein bisschen mehr darüber erzählen. Ja, dazu sollte man wissen, dass man mit dem Flugzeug nicht mal eben rechts anhalten kann, sondern dass man eine Menge Fachwissen braucht, um ein Triebwerk sicher zu warten. So ein Triebwerk besteht circa aus 40.000 Einzelteilen und dazu beginnen wir unsere Ausbildung mit der Grundausbildung, wo wir handwerkliche Fähigkeiten lernen, wie zum Beispiel Feilen, Bohren, Kantbiegen. Außerdem haben wir auch Theorielehrgänge und Fachtraining, auch in Englisch, da die meisten Unterlagen in Englisch sind. Außerdem haben wir auch verschiedene Projekte, wie zum Beispiel den Hydraulikheber, wo wir in Teams uns einen eigenen Hydraulikheber bzw. Warenheber nach Unterlagen und technischen Zeichnungen zusammenbauen. Das alles erlernen wir, um an unserem Übungstriebwerk verschiedene Aufgaben durchführen zu können, zum Beispiel Filterwechsel, Pumpenwechsel oder einfach nur, indem wir eine Fanschaufel wechseln. Und das, was wir hier erlernen, das wenden wir dann später im Betrieb an flugfähigen Triebwerken an. So, wir müssen uns so vorstellen, dass die Hauptaufgabe des Triebwerkes es ist, ein Flugzeug anzutreiben. Dadurch ist eine Menge an Schub erforderlich. Da kann man ungefähr mit dem Volumen eines Einfamilienhauses vergleichen. Das ist die Menge an Luft, die pro Sekunde durch das Triebwerk hindurchgefördert wird, um eben das Flugzeug anzutreiben. Daher müssen alle Teile perfekt sein, damit der Lufteinlass einwandfrei funktioniert. Unter anderem hat das Triebwerk auch noch andere Aufgaben. Es sorgt dafür, dass die Klimaanlage mit Luft versorgt wird und die Gearbox wird angetrieben, um Hydraulikdruck aufzubauen, ohne den wir das Flugzeug nicht steuern könnten. Ja, zusätzlich brauchen wir natürlich auch Strom für Navigationsgeräte, Licht in der Kabine und andere Sachen. Und dieses Triebwerk liefert diesen Strom. Nach der Grundausbildung kommen wir dann in die verschiedenen Werkstätten, um dort praktische Erfahrungen zu sammeln. Nach der Ausbildung gibt es ein großes Spektrum an Einsatzmöglichkeiten. Jeder Azubi erhält ein Vertragsangebot, im besten Falle durch Lufthansa Technik selber, andernfalls durch ein Beteiligungsunternehmen. Außerdem kann man später weitere Qualifikationen und Lizenzen erwerben, um immer selbstständiger arbeiten zu können. Wer nach der Arbeit noch Kraft hat, kann sich im Lufthansa-internen Sportverein weiterhin ausbauen. Das Angebot geht über Boxen, Rudern, Schwimmen und Fußball und vieles mehr. Und warum machst du die Ausbildung? Da ich vorher schon an Kartmotoren geschraubt habe und Flugzeugmotoren einfach das Nonplusultra sind. Und du? Weil man ins Ausland kommt. Da man ständig neue Abteilungen durchläuft und neue Kollegen kennenlernt. Weil die Arbeit sehr abwechslungsreich ist. Weil so ein Triebwerk viel mehr Power hat als ein normaler Motor. Einfach die Faszination am Fliegen. Liefert super Zukunftsperspektiven. Es ist einfach klasse, wie viel Zeit sich auch die Ausbilder für uns nehmen. Die Ausbildung hier ist einfach super cool, deswegen kommt zu uns. Jetzt ist Schicht im Schacht.